Hallo und willkommen zu unserem neuen Let's Play mit meinem Mitmatrosen Matti. Ja, hallo. Und ich bin der Olli und wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch, denn wir zeigen euch heute das deutsche Schlachtschiff Tirpitz. Was ist an dem Schiff so besonders? Das ist einmal das... im Spiel würde ich sagen, das Besondere ist ein Schlachtschiff mit Torpedos. Ich meine, das gibt es sonst bei World of Warships nicht. Und es ist das erste deutsche Schiff überhaupt in World of Warships. Ja gut, das sollte man auch noch bedenken. Und das nächste ist, es ist auch das größte deutsche Schiff. Und überhaupt das größte europäische Schiff. Ne? Das stimmt. Manche Leute denken, es wäre die Bismarck, aber das stimmt nicht. Die Tirpitz. Die Tirpitz wurde eben ein bisschen später gebaut. Die Bismarck wurde ja 1939 fertiggestellt, die Tirpitz 1941. Ja. Und da hat man noch ein paar nette Extras eingebaut, wie eben, was wir gerade schon angesprochen hatten, die Torpedos. Zum Beispiel. Gab es bei der Bismarck. Warte, da gehe ich mal gleich mal ein bisschen ran hier. Und zwar kann man ja da draufklicken und dann fährt die Kamera dahin. Zack, zack. Und da haben wir einen Vierer-Torpedowerfer. Ein Vierling sozusagen an der Backbord- und der Steuerbordseite. Ja, und interessant ist die Positionierung. Ne? Ja. Aber man sollte auch bedenken, ich hätte gedacht, beim Schlachtschiff, das müssen ja Torpedos mit mindestens so 8 Kilometer Reichweite sein. Von wegen, das sind tatsächlich Torpedos mit 6 Kilometer Reichweite. Richtig, dafür sind sie aber auch rasend schnell. 64 Knoten, meine Fresse. Also wenn man mit dem Ding in den Nahkampf kommt, das kann ja kaum verfehlen. Nee, eben. Und vor allem, was ich halt interessant finde, ist es halt mittig im Schiff angebracht. Weil normalerweise, wenn schwere Kreuzer zum Beispiel Torpedobewaffnung haben bei den Japanern, sind die eher so im Heckbereich hier. Das heißt, man muss halt immer den Popo hindrehen. Ja. Um dann überhaupt in einen Schusswinkel zu kommen. Eben. Nee, das geht mit der Tirpitz sehr, sehr gut. Und ja, wir könnten ja erstmal einfach mal von oben anfangen, was die Tirpitz so alles hat. Oder? Richtig. Denn Standfestigkeit, so heißt ja das wichtigste Attribut eines Schlachtschiffes erstmal, das Ding soll überleben. Und es hat 69.300 Hitpoints. Was schon mal sehr gut ist und ist auch sehr gut gepanzert, wobei es an den Seiten wohl Schwachpunkte geben sollte. Ich habe sie noch nicht entdeckt. Aber man sieht hier so ein bisschen da die Verschweißung. Also da hatte ich den Eindruck, dass sich die Plattenart ändert. Das heißt, wahrscheinlich dürfte der Torpedogürtel an dieser Stelle enden. Das heißt, hier hinten in dem Bereich vielleicht der Ruderanlage und der Antriebswellen könnte es Schwachpunkte geben. Ja. Analog dazu gucken wir mal nach vorne. Da sieht es sehr ähnlich aus. Siehst du da auch da irgendwie, da scheint sich dann die Art des Stahls zu ändern. Mhm. Da könnte es eine dünnere Variante sein. Das heißt, Bugschüsse gab es ja auch bei der Bismarck, die ist ja im Gefecht mit der Hood damals beschossen und auch getroffen worden, sodass sie einen Ölleck hatte und dann vorne auch ein bisschen buglastig wurde. Genau. Das hatten wir natürlich historisch bei der Tirpitz überhaupt nicht. Die Tirpitz ist ja in keinen richtigen Einsatz verwickelt gewesen. Die ist zweimal, die wurde in Norwegen stationiert und konnte nur zweimal auslaufen und beide Male nicht sehr erfolgreich. Ja, einmal hat sie irgendwie so eine Wetterstation in Spitzbergen oder sowas beschossen und das zweite Mal war halt gegen PK-17, glaube ich sogar. Es ging gegen einen Konvoi, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber man kam nicht sehr weit von Norwegen weg und da wurde man schon von britischen Schiffen eben gestört und vor allem von Flugzeugen. Ja, richtig. Also das Risiko war einfach zu groß. Aber aufgrund der Präsenz dieser Schiffe wurden dann auch Konvois mal aufgelöst. Das heißt, die sind zu Einzelfahrern geworden, konnten nicht mehr effizient geschützt werden und fielen dann entsprechend den U-Booten und Flugzeugen der deutschen Luftwaffe dann zum Opfer. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Artillerie ist das zweite wichtige Attribut eines Schlachtschiffes und da sehen wir in Anführungsstrichen nur 380 mm. Nur ist gut. Ich meine, es wurden ja bis auf die Yamato-Klasse eigentlich ja keine Schiffe mit größeren Kanonen gebaut. Doch. Wir gehen ja mal auf Tier 7, die Nagato, bei den Japanern. Die hat nämlich schon 410 mm und das Ding gab es sehr, sehr wohl. Und die Amagi wurde zwar nicht gebaut, im Spiel hat sie aber dieselbe Bewaffnung. Ja. Und dann natürlich die Yamato. Das heißt also, von den Japanern her gibt es schon größere Kaliber, was aber nicht bedeuten muss, dass die Tirpitz irgendwie total schlecht sei oder underpowered. Nee. Vor allem, wenn man sie mal in Relation zu den Amerikanern setzt, da haben wir die North Carolina auf Tier 8. Die hat 406 mm, ist etwas größer. Aber die hat nur drei Türme. Drei Drillingstürme. Drei Drillingstürme, also 9 gegen 8 Kanonen. Aber ganz ehrlich, ich mag Drillingstürme nicht so sehr. Nein, ich meine, historisch gesehen waren sie ungenauer. Im Spiel macht sich das nicht ganz so stark bemerkbar, finde ich. Ist aber schon
Wir können ja mal vergleichen. 271 ja. Meter ist hier die Abweichung, also ist die maximale Abweichung. Das ist ja nicht immer derselbe Wert. Das wird ja sozusagen ausgewürfelt. Gegenüber 276 Meter. Also von daher schon eigentlich sehr ähnlich. Ja. Ne? Also von daher, aber ich finde, vier Türme hat halt den Vorteil, erstens, wenn ein Turm ausfällt, sind nicht gleich drei Kanonen weg, sondern nur zwei. Ja. Und das zweite ist, du kannst halt einzeln schießen. Also ich schieße lieber viermal hintereinander als dreimal. Ja, vor allem, wenn man gegen Zerstörerkreuzer kämpft, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch gegeben, dass man daneben schießt beim ersten Mal. Jawohl. Ne? Und dadurch ist schon nett. Aber besonders, also ich finde sehr, sehr schön bei der Tirpitz ist die Sekundärbewaffnung. Ja, hier sieht man sie auch ganz gut. Ne? Ne? Das sind schon richtig dicke Geschütze. 150 mm, gleich sechs Stück davon, das heißt also drei auf jeder Seite. Das sind diese Zwillingstürme, die man hier sieht. Ja. Dann haben wir noch 8 x 105 mm, das dürften jene hier sein. Ich kann da mal hinklicken. Ja, siehst du da. Ja. Auch recht ordentlich, von daher eine sehr schöne Sekundärbatterie. Wenn man hier schaut, 4,5 Kilometer und die kommen auch 4,5 Kilometer, nimmt man die jetzt noch mit dem Kapitänspark dazu, ich glaube plus 20%, kommt man auch schon über 5 Kilometer, was für Tier 8 schon eine ordentliche Reichweite ist. Ja, und nicht zu vergessen, es geht ja noch weiter, das Schiff hat ja auch noch Torpedos. Jawohl, ne? Genau, das heißt also in den Nahkampf mit einer Tirpitz zu kommen, kann ganz schön dumm enden. Ja, also kann eigentlich fast nur böse enden. Ne? Also ja, außer du bist halt ein Zerstörer, den er halt vorher nicht gesehen hat und der schafft es dann irgendwie auf 6 Kilometer seine Tops halt ins Ziel zu bringen. Aber Punkt 6 Kilometer, weil ab 5 Kilometern feuert schon die Sekundärbewaffnung und die ist wirklich böse. Genau, die kann böse sein. Ne? Ja, eben. Vor allem wegen der 64 Knoten, unglaublich auch hier die Torpedo bewaffnet, kannst du auch einen Zerstörer mit erwischen. Eben, aber ich habe mir das mal angeschaut, historisch gesehen waren die Torpedos eigentlich bei 30 Knoten. Ach was, echt? Ja. Das heißt, Wargaming hat die einfach mal so ein bisschen gepimpt? So ein bisschen gepimpt, aber das ist im allgemeinen Spiel ja so, weil historisch gesehen wurden Torpedos ja auch nicht auf 5 Kilometer abgeschossen. Nee, eigentlich nicht so. Eher so 1,5 Kilometer, 2 Kilometer war eigentlich die Reichweite. Also die hatten zwar eine höhere Reichweite, aber davor wurden sie nicht geschossen. Man muss auch bedenken, wie teuer Torpedos waren. Ne? Ja, und vor allem, es geht nicht ganz so schnell, sie nachzuladen, wie es hier im Spiel davon ist. Man hatte auch nicht irgendwie 5000 Stück davon mit an Bord. Ja, sowas echt, ich dachte, die wären so wie Instant-Kaffee, so ein bisschen Pulver und Wasser drauf und dann fertig, ne? Und dann haben wir es, ne? Ja. Aber kommen wir zum nächsten Aspekt, die Flak, das ist natürlich immer so ein kritischer Punkt mit Schlachtschiffen. Ich meine, die Amerikaner haben eine recht gute Flak, die japanischen Schlachtschiffe bekommen so ab den Mid-Tiers eine solide Flak. Ja, ich finde ab Fuso ist die auf jeden Fall ab Fuso, schon. Ne? Kongo hat auch schon ein bisschen Flak, aber Fuso ist dann schon, also damit schließt man ja sehr viele Flugzeuge ab. Ja, kann man schon was. Aber sagen wir mal, das ist nochmal ein zentraler Punkt hier. Sehen wir auf jeden Fall schon mal eine Besonderheit und zwar oben auf dem B-Turm sozusagen. Da oben ist ein Vierlingsflak untergebracht. Ja. Analog dazu gibt es aber keine hinten. Sehr schade. Mhm. Bruno, glaube ich, hieß die dann, ne? Bruno, glaube ich, Tom. Ja. Sonst von der Flak allerdings eher Durchschnitt, wenn man sich das mal so anschaut. Also 47er Wert. Wir können jetzt hier nochmal rüberschalten zu der North Carolina mit Upgrades wohlgemerkt. So, wo haben wir sie? Da, wenn ich jetzt mal hier den Rumpf B annehme, das ist schon auch schon vorher ist die Anzahl an Flak einfach deutlich höher bei der North Carolina. Ja. Gut. Aber man muss auch bedenken, Tirpitz ist nun mal im Spiel auch ein Premium-Schiff. Ne? Erstens das und zweitens, die deutsche Kriegsmarine hatte es nicht so extrem mit Fliegern zu tun, wie jetzt die Pazifikflotte bei den japanischen Flugzeugträgern. Da war einfach auch viel mehr unterwegs. Ne? Eben. Und ich meine, bei der Tirpitz haben wir haben ja keine Rumpferweiterung oder sowas. Es ist ein Rumpf von 1941 und richtig? 1941 waren auch die amerikanischen Schiffe jetzt nicht ganz so stark mit Flaks bewaffnet. Korrekt. Ne? Also es wird interessant sehen, also wie es mit der Bismarck dann wird, die man dann hoffentlich aufrüsten kann. Vielleicht gibt es dann nochmal einen Schlag extra Flak drauf. Ja, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Ganz interessant ist aber auch nochmal die Reichweite. Also es gibt hier durchaus 8 Flak-Lafetten mit einer Reichweite von 5 Kilometern. Ja. Der Rest halt liegt bei 3 Kilometer. Das heißt, wenn die ordentlich gepimpt sind, weiß ich nicht, ob sie die Reichweite von Atlanta erreichen, aber zumindest nimmt man die Flugzeuge schon relativ früh unter Feuer. Ja, ne? das ist zumindest schon, ja. Ja, da kann man schon mal den einen oder anderen runterholen. Mhm. Schauen wir mal, wie es um die Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit bestellt steht. Da ist Geschwindigkeit deutlich vor der, also Manövrierbarkeit ist
ist vorhanden, aber nicht allzu gut. Man sieht es auch schon daran, dass wir 850 Meter brauchen, um eben einen Kreis zu drehen. Das ist schon viel. Was aber nicht ungewöhnlich ist für Schlachtschiffe dieser Größe. Also nicht. Sowohl Amis als auch die Japaner, so Tier 8 herum, die haben alle ungefähr einen ähnlichen Wendekreis. Ja. Ne? Aber 30,9 Knoten haben nicht alle. Das stimmt. Ne? Bei den Amerikanern zumindest. Bei den Amerikanern nicht. Bei der Armani, das ist ja Armagi das Pendant. Ne? Ja. Die hat eine ähnliche Geschwindigkeit. Ja. Allerdings gefühlt, wir kennen jetzt nicht mehr die aktuellen Werte, ist aber die Panzerung schlechter. Als zumindest die um die Zitadelle. Ne? Ja. Ist schlechter als bei der deutschen Tirpitz oder halt auch bei den amerikanischen Schiffen. Ja, sonst Ruderstellzeit 20,9 Sekunden, das ist sehr ordentlich. Das ist ordentlich. Ja, also es ist für ein Schlachtschiff, es reagiert relativ schnell. Ne? Kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir mal eine Runde drehen. Concealment, also Tarnpferd. Ja, gut, ist nicht die Eigenschaft von Schlachtschiffen, ganz klar, die Tirpitz wird weit gesehen, 60 Richtig. Kilometer. Auch von Flugzeugen fast aus 15 Kilometern entdeckt, also es ist schon... Aber in Relation dazu, also die Feuerreichweite ist mit 21,4 Kilometern auch wirklich sehr gut. Ist sehr gut und lässt sich ja nochmal mit den Flugzeugen leicht pimpen, also nur 20% mehr. Richtig. Reicht also aus, um die hinterste Reihe zu erwischen. So sieht es halt aus. Also die Amagi hat eine deutlich kürzere Feuerreichweite. Die North Carolina hat, glaube ich, eine vergleichbare, wenn nicht sogar ein bisschen bessere. Schauen wir nochmal ganz kurz rein. North Carolina mit... hier dem Ding und nochmal 10% drauf, müssen wir dann rechnen. 21,2 plus 10 sind 23 Kilometer. Ja. Also von daher, North Carolina kommt ein bisschen weiter. Ja, aber die Sache ist natürlich auch bei 20 Kilometern. Überhaupt da zu treffen, ist eher eine Glückssache. Ja. Und was feuert man auf 20 Kilometer meistens? Eigentlich eher HE. Ja. Ja, ja, weil der Panzerungsdurchschlag auf die Distanz ist eigentlich eher selten. Gut, ja. Komm, genug der Rede. Jetzt, ja. Mal rein ins Gefecht. Wir können noch ein bisschen schnacken, während wir hier in der Queue sitzen. Ja. Also Tirpitz, du hast sie jetzt schon ein paar Mal gespielt. Für mich ist es ein Debüt. Hat sie deine Erwartung erfüllt? Voll. Also ich war wirklich, wirklich überrascht, wie stark die Sekundärartillerie ist. Das hat mich überzeugt. Das Schöne ist, man kann am Anfang der Partie gerne auch hinten bleiben, weil die normalen Geschütze ja schon auf über 20 Kilometer schießen. Kein Problem also. Nur so nach 10 Minuten, 5 Minuten in der Partie lohnt es sich, nah an die Feinde zu gehen, zumal man dann auch die Torpedos abfeuern kann. Und das ist das Schöne, zurzeit ist ja noch so, dass die meisten Leute die Tirpitz nicht kennen und gar nicht damit rechnen, dass da auf einmal Torpedos auf einen zukommen. Oh, wir haben eine schöne Überraschung dann. Apropos, Feuergeschwindigkeit hast du erwähnt, ist ein bisschen höher als bei vergleichbaren Schachteln. Ja, also ungefähr Nachladezeit so 27, 28 Sekunden, das heißt so etwas über zwei Schüsse die Minute, was ja bei solchen Geschützen ein guter Wert ist. Apropos Nahkampf, dein Wunsch wurde erfüllt. Die Map Hotspot oder Gefahrenherd auf Deutsch, ne? Nur ein Flugzeugträger, die Lexington. Eine Tirpitz auch auf der Gegenseite. Das ist jetzt auch eine Premiere für mich, weil ich habe noch nie gegen eine Tirpitz gekämpft. Nein? Ich wurde noch die letzten Tage, weil die Tirpitz ja nun mal, die kann man zurzeit ja noch nicht kaufen. Ja. Man wird immer drauf angesprochen, oh, du fährst die Tirpitz, wie ist die denn und so weiter. Das ist ein schönes Gefühl natürlich im Spiel. So, gehen wir mal los. Ja. Mal sehen, was die Kollegen hier machen. Also normalerweise fährt man eigentlich hier nach Süden. Zu den Inseln, ja. Richtig. Also ich würde sagen, ich schreibe mal, let's go southwest. Southwest. Ja, wenn man mit der Tirpitz fährt, dann. Ja. I'm German. Ost-West. Naja. Don't shoot me. Can I see the Tirpitz? Please don't shoot me. Super. Ja, eben, solche Kommentare bekommt man tatsächlich schon nicht. Ja. Ah, Ruderstellzeit. Oh ja. Hast du Module schon drin? Ja. Bislang nur für die Geschütze. Das war mir am wichtigsten am Anfang. Dass okay. Die sich ein wenig schneller drehen. Ich gehe jetzt auch schon auf AP, weil ganz ehrlich, hier haben wir auf diese Distanzen, auf denen wir da kämpfen. Ja, wir kommen schnell. Ja, genau. Da können wir unsere Reichweite nicht wirklich ausspielen. Zumal die Inseln hier sehr hoch sind, man kann auch selten über die Inseln feuern. Also da ja, wo du jetzt gerade guckst schon, aber diese so ungefähr auf 11 Uhr, die können wir dann nicht abschließen. Ober fährt mit, wer bleibt hier? Atlanta? Atlanta, komm doch mal bitte mit. Aber hier die New Mexico, einmal in die Mitte fahren bitte. Oh. Ja, wir sollten ein bisschen zusehen, dass wir mal beim Feind einen Flugzeugträger oder waren es sogar zwei? Wir haben zwei und der hat einen. Er hat aber eine Lexington und wir haben halt nur, glaube ich, Independence, also Tier 6er. Ne? Also von daher technisch gesehen schon. Oh, wir könnten gleich sogar schon das erste machen. Ja, aber falsche Richtung. Ja, du hast ja schon die Kanonen geschwenkt, ja. Genau, also da habe ich mich jetzt aus der Reichweite gezogen von denen. Ja.
Zwei glückliche Gewinner. Good luck, Tirpitz. So. Gut. So. Ja, mal schauen. Ja, gut, nur mit den Schlachtschiffen versuchen wir es mal gar nicht zu erobern. Das haben wir uns nicht jetzt schon gemacht vom Zerstörer. Und den haben wir da mit in Begleitung. Ah, Ober war dabei. Ja, genau. Ja, sehr schön. Kann ja auch ein paar Flugzeuge abschießen. So, wir sagen mal, haben wir mal gewonnen. Aber der Matti ist natürlich Journalist und ja. Da hat er das Glück gehabt, mit dem richtigen Mann bei Wargaming zu sprechen, beziehungsweise in Vertretung. Ja. Ich habe weniger Glück gehabt, also ich bin noch nicht stolzer Besitzer der Tierpitz. Ja. Und ja, ich bin mal gespannt, wann die dann als richtig normales bringen. Oh, guck mal, da kommt was. Da kommt ein Atago. Da kommt ein Atago. Und dahinter kommt noch was anderes, und zwar eine Colorado. Oh, wollen wir mal sehen. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Ich will ja. Jetzt aber hier. Okay, mal ein Probeschuss. Ein bisschen zu weit hinten, glaube ich. Würde ich auch sagen. Jetzt aber, guck. Ja, könnte passen. Oh, da war ich da. Ach, schade. In dem Moment, wie ich abgehört habe, der Hund. Ja. Also nichts, aber gut, das Schöne ist, es dauert doch, dran. Doch, Treffer habe ich. Oh, 5000er, fast. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Colorado. Jetzt machen wir unser Primärziel. Denkst du, wir könnten an die Colorado rampieren und... Na, probieren wir jetzt mal mit den... Wir kriegen noch einen von... Pass mal ab, wir kriegen noch was von Dings. So, 13 Kilometer, das dürfte ungefähr hinkommen. Probeschuss. Ein bisschen zu weit vorne. So. Ah, die dürften besser liegen. Oh, da kommt was. Da kommt was. Ah, die haben wir auch getroffen. Ja, möchtest du nicht näher ran? Ja, doch, komm, ich geh jetzt mal näher ran. Ja, ich meine, es ist zwar gefährlich, aber es ist auch nicht das. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen. Ja, ja. No risk, no fun. Ja. Ne? So, ein bisschen auf die Wasserlinie noch mehr gehen. So, meine Breitseite nochmal. Reparieren. Ja. Wow, der war ein guter. Ja. Und jetzt gehen wir mal hier in den Dings versenken auf 10 Kilometer. Was ist das? Eine Atago. Oh, eine Atago mit der. Ja, voll, ich hoffe, das ist sehr schnell. Ne? Also. Ah, da hinten kommt noch die, auf die Atago fahren wir zu. Mal sehen. Okay, Brand löschen. So, zu weit hinten. War nicht so schlecht. Aber was die Italienentreffer sehen. Ja, noch nicht New Mexico, die wollen jetzt alle auf mich. Ja, das ist eben, man ist prominent auf einmal, ne? Ja, auf einmal, ja. Ganz, ganz wichtig. Top. Oh nein! Wie unsere zerstört, das war's dann mit der Torpedo-Attacke. Gut, komm. Aber so, welche Seite? Ich weiß es nicht, ja, verschätzungsweise links. Ja, du müsstest dann einmal drehen noch, ne? So, langsam mal das Alter. Ja, ich muss jetzt mal abdrehen. Das wird mir ein bisschen zu heikel. Aber zu der Nebentreffer. Gut, das wird nicht so schön ausgehen. Nee. Aber wir haben auch wenig Unterstützung. Die sind ja alle nicht mitgekommen, bis auf der eine Zerstörer. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Nee, aber den nehmen wir noch mit. Komm. Das war's. Ja. Na gut, war eine eher mittelprächtige Schlacht. Eine eher schlechte Schlacht, würde ich sagen. Aber trotzdem, schönes Schiff. Man hat so ein bisschen das Leistungsvermögen gesehen. Ja. Ist jetzt keine übermäßige Leistung gewesen von den Möglichkeiten, also in Relation zu anderen Kriegsschiffen. Man muss auch die Situation haben, dass man die Stärken der Tirpitz ausspielen kann. Also jetzt wirklich in seinem normalen Schlachtschiffkampf wird die gegen andere Tier 7, Tier 8, Tier 9 Schiffe eher in Kürzungen sehen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, eben die Sekundärartillerie zu verwenden und die Torpedos abzuschießen, dann hat man schon zwei wirklich große Stärken. Ja. Ja. Schade, dass die anderen uns ein bisschen im Stich gelassen haben, aber so ist es nun mal. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Hafen zurück, dann können wir uns ja vielleicht nochmal über die Werte unterhalten, weil das war jetzt noch ein bisschen arg kurz und wir müssen halt warten, bis das Spiel aus dem Gefecht ist. Und das ist das Problem, wenn man sowas halt aufnimmt. Ja. Ja, schauen wir uns doch mal noch die Module an. Ja. Da bei den Upgrades
5 Stück sind möglich? Ja. Du hast ist, hier ja, ist ja normal Stufe 8 Schiff, da ist dann eigentlich bei allen die 5. Ne? Nee, stimmt nicht. Bei manchen ist erst ab Stufe 9. Ne? Also bei der Arkansas Beta, das ist ja ein T4, da hast du sogar schon volle 6. Ne? Ja. Also es variiert so ein bisschen, gerade bei den Premium-Schiffen. Mhm. Aber hier zum Beispiel, da hast du zwar die bessere Drehgeschwindigkeit, aber eine reduzierte Nachladegeschwindigkeit. Ja. Das ist halt so, weiß ich nicht, ob ich die in Kauf nehmen würde, aber geh mal von vorne. Ich bin da ein Freund von, ja. Main Battery Modification würde ich auf jeden Fall mitnehmen, absolut, weil einfach um das Risiko der Primärartillerie, dass die beschädigt wird, rauszunehmen. Alternative, wenn man jetzt wirklich immer nah rangeht, nee. Jawohl, dann wird man diese Stärke der Tirpitz dann nochmal... Ja, nochmal... Ja, das wäre vielleicht die passende. Würde ich auch als Schlachtschiffkapitän eher selten wählen, aber... Hm. No. 20% Maximum Firing Range ist, wenn man in Close Combat Brawler ist. Man kommt also auf 6 Kilometer dann halt, ne? Was ja schon mal sehr ordentlich ist. Wäre eine Möglichkeit, ja. Ne? Dann haben wir hier noch das Gunfire Control System Modification, wenn man eher der Distanzkämpfer ist. Ja. Dann würde sich das halt lohnen. Dann hier, eigentlich kommt man nicht drum herum. Damage Control System Modification, einfach gegen Flutung und Feuer bzw. Brandgefahr haben, ja. Dann auf Platz 5 würde ich auch hier auf Damage Control System Modification Nummer 2 gehen. Oder dann Steering Gears ist ja auch noch so ein Ding, weil die Schlachtschiffe sich ja nun mal etwas langsamer lenken, dagegen arbeiten. Richtig. Ja. Es gibt so ein paar Spezialisten, die mit Schlachtschiffen auf weite Distanz stehen bleiben, unter Feuer nehmen und wenn sie dann selber beschossen werden, du hast jetzt den Kapitänsperk, plötzlich wieder beschleunigen. Ne? Ja, also da gibt es ein paar Spezialisten, ich weiß nicht, ob die das Modul verwenden, aber ich könnte es mir vorstellen. Sehr dafür das passende auf jeden Fall, ja. Aber so, wenn man auf Nummer sicher geht, Damage Control System Modification Nummer 2. Ne? Und als letzten... Da muss man dann wirklich auswählen. Findest du? Also ich finde, das Ding ist eigentlich schon ein Muss. Ja, aber man muss auch bedenken, 2 Millionen Credits halt. Ne? Das das dauert bei mir auch. Also minus 10% ist nett bei 16, irgendwas Kilometer. Ja, aber im Schlachtschiff ist das auch nicht... Aber 14 Kilometer ist schon nicht übel. Wenn du bis 14 Kilometer nicht gesehen wirst, also da ist nicht zu unterschätzen, weil gerade bei so hohen Werten macht das Prozentuale mehr aus als bei kleinen Werten. Sicher. Bei 5,9 Kilometer Sichtbarkeit, ich glaube bei der Minekaze, wie viele 100 Meter sind das noch? Ne? Ja, die Minekaze hat ja 5,9 sonst noch. Genau. Ja. Aber sonst würde ich sagen, auf Nummer sicher immer Target Acquisition System Modification Nummer 1, weil man einfach an laufende Torpedos dann einfach früher entdeckt und dann besser ausweichen kann. Ja. Ja, das dazu, dann gibt es denn irgendwie sonst irgendwie... Nichts. Also wir können uns ja noch nicht mal anschauen, wie die Tarnfarben aussehen, aber gut. Unser Kapitän noch, Christian Biermann. Sehr, ich meine, das sind ja immer so diese Zufallsnamen. Ja gut, aber Biermann, ja nun, ne? So sind wir auf jeden Fall auch gefahren. Wie betrunken. Ja, das stimmt. Nee, ansonsten ja, einfach, es war ein Level-0-Kapitän, den du dazu bekommen hast. Jeden Level-0-Kapitän, aber schon also mit 3 Talentpunkten am Anfang. Ne? Ja. Also netterweise. Aber da muss man noch lange dran arbeiten. Es gibt ja einige Kapitänsfähigkeiten, die man bei den Schlachtschiffen schon haben sollte. Vor allem, du kannst jetzt ja leider nicht mal eben so einen japanischen Kommandanten einsetzen. Du musst halt einen deutschen haben, aber der Vorteil ist, wenn man das Ding jetzt schon hat, dann kann man sich natürlich schon mal ein bisschen was freispielen, dass wenn die deutschen Schlachtschiffe im Tech Tree dann kommen, dass sie dann sozusagen auch schon aufgelevelt sind. Ne? Ja. Aber hier auffällig, keine deutsche Flagge, das heißt, das Ding wird hierüber noch nicht verfügbar oder ist hierüber noch nicht verfügbar, sondern tatsächlich nur über so einen Giveaway-Code. Yeah. Ja, das Meer ist leer. Unsere Zeit ist leider auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so mal einen ersten Blick auf die Tirpitz zu werfen, auch wenn der Einsatz vergleichsweise kurz war. Historisch gesehen korrekt. Korrekt. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und Ende der Woche gibt es auf buff.de noch eine Folge der Shipyard-Serie zu sehen, wo wir euch das Schiff etwas genauer zeigen werden. Bis dahin, viel Spaß.